Schufa schwarz und dennoch liquide? Ganz einfach. Mal so richtig im Geld schwimmen. Das wär's doch. Wirklich? Was versteht ein Normalsterblicher unter finanzieller Unabhängigkeit? Welche Bilder drängen sich dann fast zwangsläufig vor unser geistiges Auge? Vielleicht das des UN-Tycoons Donald Trump, bevor er sein Vermögen an die Banken abgeben musste. Möglicherweise möchten Sie ja auch gerne mit den Geissens tauschen, berüchtigt aus Funk und TV als Sinnbild für anscheinend unlimitierten Reichtum. Natürlich gönnt Wolfgang Rademacher Ihnen ein sagenhaftes Riesenvermögen wie das von Dagobert Duck aus Entenhausen. Aber um finanziell unabhängig zu sein, reicht's auch ein paar Nummern kleiner. Nicht umsonst lautet eines seiner Lieblingszitate: Geld ist immer da, wenn man es braucht. Als er während seiner akuten Schuldenphase mit dem Abbau der Verbindlichkeiten beschäftigt war, hat er ein finanzielles System entwickelt, mit dem auch Sie sehr schnell finanziell unabhängig sein können. Liebe Zuschauer, wenn man es braucht, ist das Geld auch da. Vorausgesetzt, Sie stellen die richtigen Weichen. Frisches Geld in die Kassen zu holen, können Sie zur Not auch ohne Bonität und ohne Top-Rating. Diese Begriffe haben ja gerade in diesen Euro-Krisenzeiten Hochkonjunktur. Mit den finanziellen Techniken aus Finanzierung mit und ohne Schufa können Sie selbst entscheiden, welche passende Finanzierung Sie wählen. Ab jetzt ist es keine Qual mehr, die richtige und zugleich innovative und flexible Finanzierung für Ihre Projekte auf die Beine zu stellen. Große, anstehende finanzielle Verpflichtungen und Schulden können Sie mit diesen Methoden weitaus besser in den Griff bekommen als bisher. Wolfgang Rademacher war ja auch mal millionenschwer. Sein Pech: Diese Millionen waren Samt und Sonders Schulden. Als er diese Schuldengebirgskette abtragen musste, hatte er immer flüssige Geldmittel gebraucht, um seine Schulden aus der Welt zu schaffen. Bei der Suche nach Liquidität konnte er das Thema Banken gleich vergessen. Diese Banker gaben ihm in seiner finanziellen Not keine Kredite mehr, weil er zeitweise mit seinem Bonitätsschlüssel in der Schufa weit unten im Keller stand. Das wirklich Schlimme aber war die ständige Ebbe in der Kasse. Überflutet wurde er hingegen von einer hohen Zahl unbezahlter Rechnungen, die sich auf Tsunami-Höhe auftürmten. Seine Schufa-Auskunft war zu allem Überdruss so schwarz wie ein eingedickter Kaffeesatz in einer über Nacht vergessenen Kaffeemaschine. Und seine finanziellen Zukunftsaussichten erschienen ihm nicht minder bitter. Jedoch, mit den Methoden aus Finanzierungen mit und ohne Schufa sah er immer wieder ein Licht am Tunnelende. Und mit diesem ausgereiften Finanzierungssystem handelte er immer nach dem Geldmotto: Die Freiheit nehme ich mir, und zwar ganz ohne Visakarte. Nehmen Sie den Titel dieses einzigartigen Ratgebers ruhig wörtlich. Wenn Sie sich tendenziell in diesem wiederfinden, was er schon selbst mal durchgemacht hat, und bis zum Schopf in der Tinte stecken, werden Sie hier rasch eine Lösung finden. Sie werden geradezu verblüffende Wege kennenlernen, wie Sie trotz Ihrer misslichen Lage rasch zu frischem Geld kommen. Wolfgang Rademacher wendet diese Methoden immer noch an, damit er unabhängig von Geldinstituten liquide bleibt. Über Jahre hinweg konnte er sich so mit frischem Kapital zum Aufbau seiner geschäftlichen Tätigkeiten versorgen. Seit über einem Vierteljahrhundert kommt er völlig ohne Bankkredit aus und war dennoch auch in Engpasssituationen immer flüssig. Finanzierungen mit und ohne Schufa wird auch Ihnen garantiert dabei helfen, Ihre Liquidität wiederzubekommen. Sie sehen, man muss nicht erst Millionär bzw. Milliardär geworden sein, um finanziell unabhängig zu werden. Der Weg zur finanziellen Freiheit ist einfacher, als Sie denken. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Eine gute Zeit für Sie und bis bald. Ihre Marianne Bülskemper.